Pillnitz liegt ca. 15 Kilometer flussaufwärts vom Dresdner Stadtzentrum. Die Besiedlung begann bereits im 7. Jahrhundert durch die Sorben. Die Fischvielfalt der Elbe bot eine Grundlage für das Leben im Elbtal. Eines der wenigen Gebäude aus dieser Zeit ist dieses Fischerhaus. Es steht noch heute in der Böckstiegelstraße. Heute zählt Pillnitz ca. 3.500 Einwohner und ist ein touristisches Ausflugsziel. Die Lage zu Dresden macht Pillnitz auch als Wohnort attraktiv. Die Elbfähre wurde in der ersten Phase des Schlossbaus eingerichtet, um Baumaterial zu verbringen. Heute dient sie hauptsächlich zum Transport von Pendlern zwischen den beiden Ufern. Größter touristischer Magnet ist das Schloss. Der Bau des Schlosses erfolgte in drei Perioden und dauerte 106 Jahre. Es ist die bedeutendste chinoise Schlossanlage Europas. An den barocken Lustgarten schließt sich ein Schlosspark an. Das heutige Schloss beheimatet das Kunstgewerbemuseum und das Schlossmuseum Pillnitz. Jährlich besuchen fast 400.000 Menschen die Anlage. Die Pillnitzer Elbinsel ist die letzte ihrer Art. Seit 1924 ist sie Naturschutzgebiet und Brutgebiet für 50 verschiedene Vogelarten. Sie ist streng geschützt und darf nicht betreten werden. Noch älter als das Schloss ist die Schifferkirche Maria am Wasser. Ihre Ursprünge gehen auf das 15. Jahrhundert zurück. Obst- und Weinbau spielten schon immer eine große Rolle. Das Julius-Kühn-Institut beschäftigt sich mit der Obstneu- und Erhaltungszüchtung. Des Weiteren befindet sich hier die Deutsche Genbank Obst, die das genetische Erbgut aller in Deutschland beheimateten Obstsorten sammelt. Aus diesem Grund findet man in Pillnitz viele Anbauflächen mit verschiedenen Obstsorten. Durch die Nähe zum Obst findet sich hier auch eine Fachschule für Agrartechnik und Gartenbau. Die örtliche Lage lässt damit zu, dass ein praxisnaher Unterricht nicht nur im Klassenzimmer stattfindet. Seit 600 Jahren wird in Pillnitz Wein angebaut. Der Weinberg hat eine Gesamtfläche von 7 Hektar. Er wurde vor fast zwei Jahrhunderten von August dem Gerechten in den heutigen Zustand gebracht. Eine Weinbaugemeinschaft teilt sich heute die 70 Parzellen auf. Mittendrin befindet sich die Weinbergkirche. Diese wurde als Ersatz für die Pillnitzer Schlosskirche 1723 erbaut. Kurz danach wurde eine künstliche Ruine oberhalb des Friedrichsgrundes angelegt. Diese trägt den Stil der Neogotik und wurde von Friedrich August III. Erbaut. Der Friedrichsgrund ist ein beliebter Wanderweg und ein Seitental, das sich zwischen Pillnitz und der Maixmühle erstreckt. Ein Hauptziel der sächsischen Dampfschifffahrt ist die Anlegestelle am Schloss. Pillnitz und sein Schloss. Eines der schönsten Ausflugsziele außerhalb Dresdens.